Wir haben in der Vergangenheit schon die Feuerwehrwache gebaut von Feuerwehrmann Sam und sogar schon ein Einsatzfahrzeug. Jetzt erweitern wir unser Sortiment für ein weiteres Feuerwehrauto. Ich würde sagen, schnapp dir deine Blöcke und auf geht's! Für den Start holen wir uns dann einfach ein bisschen Schwarzbeton raus, Steinknöpfe dann noch für die Räder, dann polierte Anisitstufen, roter Beton, rote Niederziegeltreppen, dann noch ein paar, Steinziegeltreppen. Ein bisschen Glas ist auch dabei. Ich finde eigentlich, das ist ganz passend, wenn wir weißes Glas dazu nehmen, denn auch da müssen wir natürlich die passenden Glasscheiben und ein bisschen hellgraue Glasscheiben. Wir legen erstmal los mit den Rädern. Unser Wagen hat eine Breite von 3, sodass wir hier eine schöne Mitte haben. Wir gehen nach hinten, lassen 1, 2, 3 Blöcke Platz und setzen wieder so ein paar Räder hin, eine Reihe freilassen und wieder die Räder hin. An den Rädern könnt ihr jetzt schon mal gerne eure Knöpfe platzieren. Wenn wir das dann soweit haben, nehmen wir jetzt unsere Andesitstufen und können jetzt einmal von hinten bis nach vorne einmal ziehen und die lassen wir einmal überstehen. Die Seitenteile müssen wir natürlich hier auch nochmal zuziehen. Wenn wir das soweit haben, geht es jetzt weiter mit unserem roten Beton. Wir platzieren zuerst einen auf der Vorderseite, lassen eine Reihe Platz, dann setzen wir noch eine Reihe, gleich auf eine Zweierhöhe. Dann lassen wir zwei Blöcke Platz, setzen in der Mitte ein und können das hier einmal zack, wie so ein T hier einfach mal uns platzieren. Dann lassen wir wieder eine Reihe Platz, machen uns wieder ein T hin und auf der Rückseite setzen wir einfach wieder zwei weitere Reihen. Haben wir das soweit geschafft, kommen wir jetzt zu unseren roten Niederziegeltreppen. Die platzieren wir immer einmal über den Rädern, einfach umgedreht. Haben wir das wieder abgeschlossen, geht es weiter mit den Steinziegeltreppen. Die platzieren wir jetzt ganz normal einfach hier auf unsere Lücken. Natürlich machen wir das jetzt hier nur einmal auf der Rückseite, denn auf der Vorderseite wollen wir jetzt schon mal unsere Glasscheiben und sowas verbauen. Also ich platziere mir erstmal auf den Treppen zwei Blöcke, davor einfach hier dreimal unsere weißen Glasscheiben und nochmal ein paar Seitenspiegel. Dafür nehme ich jetzt einfach die hellgrauen. Ich finde das ganz passend. Weiter geht es hier bei uns, dass wir uns ein bisschen Quarz rausholen. Und zwar das Glatte, davon die Stufen, Treppen und Blöcke. Ein Amboss holen wir uns raus. Denn die Redstone-Vergleicher holen wir uns raus, die wir so anknipsen können. Ein paar Eisenfalltüren und Eichenfalltüren. Nun kommen wir dazu, unser Dach aufzusetzen bei unserem Feuerwehrauto. Wir fangen an mit unseren Quarzstufen. Setzen die auf der Vorderseite hin. Gleich dahinter setzen wir zwei Treppen hin. Dann zwei Blöcke. Und dann wollen wir hier hinter unsere Treppen einmal setzen. Und ich würde sagen, wir machen das so, dass die Treppen sich hier auch gleich ein bisschen anecken. Sieht ein bisschen schöner aus. Und hier in der Mitte setzen wir wieder unsere Stufen hin. Dahinter könnt ihr gleich zwei weitere Stufen reinsetzen. Setzen wir jetzt danach so zwei Treppen mit dem Rücken nach hinten. Wieder zwei Blöcke ran. Und dann nochmal das gleiche Spiel, dass hier hinten drei Treppen sich so anecken. Dazwischen würde ich nicht unbedingt jetzt, sag ich mal, mir Stufen oder sowas platzieren. Ich nehme nochmal kurz meinen roten Beton, setze den mir hier einmal so rein, denn hier drauf möchte ich jetzt mit zwei Ambosse platzieren. Und dann verlegen wir gleich mal unsere Redstone-Technik. Das ist natürlich unsere Sirenenanlage. So, die knipsen wir mal an. Ich würde mal sagen, der fällt auch gleich zum Einsatz. Auf der Vorderseite auch. Und dann können wir gleich schon die Feuerwehrleiter einmal drauf platzieren. Dafür nehmen wir einfach unsere Eisenfalltüren und können die jetzt hier einmal bis nach vorne ziehen. Und wir lassen die Feuerwehrleiter auch ruhig einmal überstehen. An der Feuerleiter ganz vorne könnt ihr gerne noch, denn hier mit unseren Eichenfalltüren, so einen kleinen Korb einmal ranbasteln, dass auch ein Feuerwehrmann, sag ich mal, sich da reinstellen kann. So, wunderbar. Fertig sind wir aber noch lange nicht. Jetzt kommt noch ein bisschen Kleinkram, sodass wir unser Feuerwehrauto natürlich noch ein bisschen dekorieren können. Zum Beispiel können wir vorne noch ein paar Scheinwerfer ranbasteln. Den Kühlergrill können wir mal hier einfach mal mit einem Schild darstellen. Dann würde ich sagen, können wir auch noch hier so einfach ein paar Knöpfe anbringen. Welche Farbe die haben, ist ja immer eigentlich, kann jeder für sich entscheiden. So, Stolperdrahthaken hätte ich auch gerne auf jeder Seite hier noch so ein bisschen. Mache ich mir noch ein paar Hebelchen hier einfach mal hin. Rückleuchten. Und der Auspuff darf natürlich auch nicht fehlen. Und vielleicht kann man sogar noch eine Leiter anbringen, um dann sie hier rauf zu klettern. Und dann später natürlich auch hier auf der ausfahrbaren Leiter natürlich auch noch zu stehen. Ne? Das kann man ja machen. Ein weiteres Auto fährt jetzt bei uns auf den Straßen. Das heißt, unsere Stadt wird immer sicherer. Hier kann wirklich kein Feuerwehr ausbrechen. Feuerwehrmann Sam wäre bestimmt stolz auf uns. Jedenfalls, mein Feuerwehrauto fährt jetzt zum nächsten Einsatz, wie es aussieht. Es ist auch schon ein Feuerwehrmann drin. Also es ist genug Platz, dass ihr da einen reinstellen könnt. Und dann würde ich sagen, fahr du zum Einsatz. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir natürlich jetzt wie immer viel Spaß noch beim Nachbauen. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bleibt gesund, haut's rein und ciao.